Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Demonia Doomsday. Wir waren hier stehen geblieben, stimmt. Echsenhaut. Plastikbälle, Wärmelampe. Wir haben einiges. Gucken wir mal zur Cocktailbar. Denn hier hatten wir... Okay, eine Klappe. Hier hatten wir noch nichts gemacht bisher. Da hat das Settenschlitz. Alles hier erinnert mich an Gold. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Stimmt eigentlich. Jetzt, wo du es erwähnst, da ist ein Hut. Ah, ich habe den Hut Oh, cool. Die sind manchmal echt ganz gut versteckt. Haben wir hier vielleicht auch noch einen, den ich gerade übersehen habe? Ich sehe keinen. Seht ihr einen? Ist das ein Hut? Nee. Okay. So. Hier haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Gar nichts hat denn wir hier getan. Wir können auch eigentlich nichts anklicken. Okay, Wurst. Things, Wurst. Okay, wir könnten da zu Spa. Ach so, das sind nur diese drei Abschnitte. Okay, dann reden wir erstmal mit dem ältesten Troyce. Ob das einer dieser ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Ja. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Doch. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Alter. Krass. Ein Computer. Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Wie er einfach immer sein Glas noch vorher abstellt, bevor er mit uns redet. Oh, okay, alles klar. Wurst Things Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, geil. Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. So, Moment, ich muss mal eben... mich auf Offline stellen. Damit nicht unten die ganze Zeit diese Benachrichtigungen kommen. Können wir irgendwas machen? Wurst Things Wurst. Exnode vielleicht reinstecken. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Na, schade. Können wir daraus Wurst machen? Das wollte ich eigentlich... Okay, schade. Gehen wir mal zum Spa. Und gucken mal, was dort so abgeht alles. So, hier gibt's auch locker einen Hut, oder? Gibt's hier einen Hut? Komm schon, gib mir einen Hut. Ich will einen Hut. Ein super tollen Hut. Also hier kommen wir erstmal nur zurück zum Streichelzoo. Haben wir hier oben irgendwas? Irgendwas zur Cocktailbar? So direkt haben wir hier nichts, ne? Ich sehe nichts. Ach, da können wir auch noch rein, okay. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Moment, einen Moment. Einstellungen. Sound? Ne, das ist Sound. Musik mache ich mal auf. Nein, ich muss sie auf 15 machen. Die Musik ist so gut. Aber manchmal ist sie halt ein bisschen zu laut. In manchen Momenten habe ich das Gefühl. Kannst du mal auf 50, danke. Düdüm. Düm. 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 Oh, so schön, ey. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Nein, bist du nicht. Verzieh dich. Ein Drink? Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Wärmelampe. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Ach komm, sei im Dienst. Bleib mir mit deinem... Vielleicht ja mit Bällen bewerfen. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Kacke, okay, sie sind noch nicht wachsig genug. Okay, das merke ich mir uns mal. Das merke ich uns ja. Okay, das merke ich mir mal. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Die Sauna ist geschlossen. Okay, dann weiß ich nicht, was wir noch machen sollen. Ist ja auch einer der Ältesten, ne? Ah, hier kommt Datasetten rein. Ja, gut, ich habe keine Datasetten. Das ist mir ein bisschen problematisch, würde ich mal sagen. Hey. Ach, komm schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächst und bis es soweit ist bei meinen... Okay, Moment. Können wir hier vielleicht mit den Streicheltieren irgendwas machen? Hier kommt ein Datasetten. Hier kommt auch eine Datasetten. Alter.
So viele Datasetten. Können wir den Tieren vielleicht einen Drink geben? Hol den Drink. Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Oh, willst du sonst keine... Oh, Rufus. Willst du sonst keine niedlichen kleinen Tierchen streicheln? Eine Dataset. Können wir das irgendwie ins Datasettenfach schlitzen? Man fühlt keine Flüssigkeit. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Okay. Gut, Moment. Habe ich vielleicht irgendeinen Weg übersehen? Nee, habe ich nicht. Kein Weg übersehen, okay. Was können wir mit dem Wurst machen? Warte mal, geben wir mal vielleicht ihm das hier? Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, ich bin momentan... Sag bloß. Oh. Ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Okay. Willst du Bälle? Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer ich bin. Was auch immer es ist, ist mir. Warten, ich bin nicht im Dienst. Halt die Fresse. Exnot. Schau mal. Okay. Was ich sag. Schade. Können wir den vielleicht. Schade. Das ist zu groß, um es einzuholen. Oh, ich wollte gerade sagen. Was? Schade. Das ist. Okay, schade. Schade, das ist... Was können wir eigentlich mit der Zange machen, irgendwie hier? Manu, nicht alles ist lustiger mit... Ich muss mich... Schade. Das ist doch nicht zu groß. Schade, das ist... Als ob das zu groß ist. Das wollte ich... Okay, das können wir auf jeden Fall... Wir können das alles da reinschmeißen, sag ich mal. Aber nicht wirklich. Keine Nägel. Nein, hierfür brauche ich keine Zange. Irgendwas mit Nägeln. Irgendwas. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Schade. Zange? Bleib mir mit. Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Doch, das tust du. Ach nee, das haben wir schon versucht, ne? Haben wir irgendwas übersehen? Nee, ne? Wir können auch nicht in die Sauna. Können wir vielleicht... Nee, können wir nicht. So, haben wir hier irgendwas übersehen? Nee, ist die Klappe und so. Streicheltiere. Ja, gut. Actionhaut. Dafür brauchen wir... Ah, okay, Moment. Gehen wir nochmal hier rein. Wir waren ja schon in der Fun-Zone. Habitat-Ring. Chill-Out-Zone. Waren wir da schon? Achso, ja. Der Habitat-Ring ist dieses Dings, ne? Genau. Terminal. Ja, können wir nur die Fahrstuhl-Cam. Raus. Ah, Moment. Hier vielleicht? Hier. Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken okay. Mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Oh. Ein Drink? Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster, damit dieser Moment ewig dauert. Ach, Tanner. Echt so. Ja. Wie wär's mit Monsterfußgardinen? Nein, das wäre zu gruselig. Wir wollen doch ganz viele Kinder haben. Ganz viele kleine Henners und Tenners. Okay, das ist gruselig. Alles klar. Wie das? Nein, danke. Alles. Und wir. Oh, alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Oh, geil. Okay. Ich probiere jetzt alles aus, Leute. Alles, was geht. Okay. Noch die Rotlichtlampe. Okay, alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. So herzzerreißend. So süß. Ja, gehen wir nochmal ein Gold Habitat. Hier haben wir auch alles gemacht schon, ne? Können wir mit der Zange vielleicht ein paar...
Tasten raushauen. Sag mal, das war Fistubanause. Okay. Aha. Mha. Uga. Ja. Huhaha. Nice. Das dort rein. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Okay, wir brauchen den rot. Können wir das irgendwie... Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Da ist noch... Leider... Okay, Moment. Das vielleicht? Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Okay, wir müssen das rot machen. Eine Chill-Out-Zone vielleicht? Bei der Cocktailbar? In dieser Wurstmaschine. Es könnte möglich sein. Ich glaube nicht, aber es ist möglich. Ja! Lol! Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Ja, genau so habe ich mich auch gerade gewundert. Nice! Igitt, was für ein wurstiger Sound! Um zum Computerkern zu kommen, müsste... Okay, schade. Aber wir haben schon mal eine Wurst. Können wir die Wurst vielleicht hier? Dafür bunt. Okay, schade. Okay, Moment. Können wir den mit Echsenhaut? Das hat seine eigene Haut. Schade. Jetzt wäre der... Nein? Da ist noch Musik, leider. Nein. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Was können wir denn jetzt mit der Wurst machen? Können wir das irgendwie vielleicht in diesen Automaten hier packen? So als Datasette oder so? Man steckt keine Sachen in deine weitere Leg... Okay, schade. Immerhin haben wir jetzt schon mal das. Willst du vielleicht eine Wurst? Wurst, Hust. Schau mal, was ich hier habe. Was auch... Ich bin... Doch immer, das muss man... Meh. Will der vielleicht eine Wurst? Da hat's für meinen Geschmack... Schon genug Fleisch. Okay, dann fragen wir bei den anderen da. Wir haben ja noch einen hier. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe... Okay, Moment. Wir müssen das irgendwie rot kriegen, ne? Ältestenrat vielleicht. Haben wir hier irgendwas übersehen eigentlich? Nee, ne? Nee. Hier vorne geht's ja auch nicht weiter. Hinten geht's auch nicht weiter, glaube ich. Nee. Leselampe. Ah, Moment! Aua, heiß! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Kein Ding. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Nein. Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Ja, Stroh. Und Alu-Reflektor. Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Können wir das irgendwie... Um das zu bräunen, müsste ich schon ein anderes Kaliber auffahren. Stroh? Was soll ich denn mit dem so Stroh? So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Hä? Also Stroh können wir doch locker den Tierchen geben, oder? Stroh... Dem hier. Dafür braucht Hund. Nein. Dafür Hund. Schade. Und Alu-Reflektor. Was soll man denn damit? Dem Typen hier hinten geben. La
treib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin hier im Dienst. Obwohl, das brauchen wir wahrscheinlich erst, wenn das hier offen ist, oder? Ja, es ist. Okay, Moment. Habitatring. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Vielleicht irgendwie. Nein, danke. Alle und. Okay. Nein, ich wollte nicht nochmal. So, Stroh? Nein, da. Und. Vielleicht Wurst. Nein, da. Und. Okay, das bringt nichts. Kann man vielleicht das zusammen. Nee, nicht das hier vielleicht. Das ist zwar kolossaler Unsinn, aber gut zu wissen, dass ich für den Fall der Fälle immer noch das Stroh im Hinterkopf habe. Okay. Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Ja, egal. Nanu, tu nicht alles. Ich muss mich... Was können wir denn mit dem Drink? Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. So viele Strohhalme. Warte mal, wenn wir die... Das ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopudding lose in den Taschen zu transportieren. Hm. So viel... Ha, ist schon braun genug, ja. Ich hätte aber gedacht, dass wir das irgendwie wachsen können oder so. Also, so schmelzen können. Schmelzen lassen können. Können wir auf dem Klo vielleicht irgendwas machen? Wir hatten ja noch ein Klo, ne? So, hier haben wir immer noch das Klavier. Immer noch den Flügel. Ich nenne es. Können wir das eigentlich wieder da einsetzen? Den Zahn habe ich schon. Schade, okay. Ich glaube, hier können wir nichts mehr drauf machen. Bilder mit Stroh oder so? Goal hat nie. Okay. Der duscht halt einfach immer noch. Wie lange will er das gibt? Ja, echt so. Das, genau das denke ich mir auch. Okay, was können wir mit dem Klo machen? Können wir einen Drink ins Klo schütten? Hä? Wieso? Weiß das nicht. Ist doch noch gut. Nein. Hä? Wieso? Das ist doch noch... Nein. Hä? Das ist doch... Irgendwas. Hä? Das ist... Hä? Das ist... Okay. Hä? Das ist... Komm schon. Hä? Das ist... Irgendwas. Hä? Das ist... Okay, nein. So, wir haben auch nur... Ich dachte gerade, ich habe hier oben was gesehen. Wie lange will er denn da? Helm? Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind Sie immer noch da? Ja. Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, lieber nicht versauen. Genozidpläne hin oder her, er ist immer noch Golds Vater. Stimmt. Ich will meine Gen... Ich will mein Gen... Komm schon, irgendwas musst du da noch anderes sagen können. Ich will mein Gen... Das hier? Ich will mein Gen... Ich will mein Gen... Okay. Vielleicht gibt's ja... Moment, ich will noch mal raus hier. Warum ist es hier oben eigentlich rostig? Egal, okay. Ich dachte, man kann da vielleicht irgendwas machen. Ich will mal kurz zu den unteren Schleusen. Vielleicht haben wir hier doch noch irgendwie was. Du, Mac? Ja? Nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa -12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Chronocar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Okay. Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach.
weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Jo. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronokar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Echt so? Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav, du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. So langsam. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. So langsam verwirrt mich das Ganze. Ja. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein. Das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Mhm. Bis später. Also wir müssen... Oder beides. Zum Ältestenrat. Wir haben hier nichts übersehen, ne? Nee. Schade.